Ja, da bin ich wieder im Speisesaal von Dracula Schloss. Boah, die macht Schaden, die Glyphe. Die ist ja geil. Aber da muss es noch eine zweite geben, anscheinend. Die habe ich nämlich in der letzten Folge gefunden, diesen Wolfskopf. Und der macht 78 Schaden, das ist ja mega geil. Warum bekommt man eigentlich die guten Sachen immer zum Schluss in so einem Spiel? Ich weiß das auch nicht. Ja, an denen macht natürlich keinen Schaden. Ich lasse jetzt die blöden Roboter da aus, weil... Ach, die treffen mich sowieso immer wieder und das ist... Uferlos. 210 habt ihr. Der Höllenhund hat Hunger. Genau, hier muss ich zurück. Der hat auch eine fette Reichweite, das Ding. Und kostet mich nicht mal Lebensenergie wie die Dominos-Dinger. So. Gut, dass ich heruntergegangen bin in den Speisesaal. Das war die fast beste Entscheidung meines Lebens, denn hier sind auch diese blöden, komischen Müllroboter. Wenn der Hund noch eine Sekunde schneller angreifen würde, wäre das mega geil. Ja, Level up. Level 33, Leute. Gibt es einen Gratis-Salto für euch, ja? Ja. Wuff! Wuff! So, dann geht's hier wieder zurück und dann kann ich hier noch nach rechts. Da war ich nämlich auch noch nicht. Ich muss mal schnell einen Schluck trinken, einen Moment. So, jetzt geht's besser. Damit der Schnabel auch wieder richtig funktioniert. Diese Lichtglyphe, von dem habe ich auch schon. Tja, da bist du mir jetzt richtig reingesprungen, Kleine. Das hilft jetzt alles nichts. Ich hab's gewusst. Nein. Man kann dem Penner auch nicht davonlaufen, ja? Das war ein guter Angriff. Und die droppen immer noch nichts. Ah, cool, das ist ein Beamraum. Jetzt beam ich mich mal ganz kurz hier hin. Denn ich will jetzt hier kurz speichern. Dann habe ich wieder volle Lebensenergie. Schon fast 600 Hitpoints. Awesome! Ich finde den Wolfskopf geil. Der sieht richtig cool aus. Und Schaum vor dem Mund, wenn er zubeißt. Tollwütiger Bastard. So, hier rüber. Hier geht es in die Tür rein. Intermezzo. Blick zum Himmel, verlassenes Kloster. Höhlentroll, den soll ich da fotografieren, oder? Wo ist denn der Fotoapparat? Hä? Muss ich der da in dem Kasten befinden, oder was? Bleib bitte stehen, wo du bist. Ich will dich fotografieren. Das mit der Kamera ist vielleicht blöd, hey. Nein, er muss genau in diesem Feld sein. Ach, weißt du was? Dann leck mich am Arsch. Nein! Toll, ich bin gestorben. Ich musste mich ja mit der Kamera spielen.
Nein, geh nach Hause, haben sie gesagt. Das reicht. Nein, ich spiele mit der Kamera. Ja, fotografieren wir einen Höhlentroll für den blöden Dorfbewohner. Und was passiert? Genoa stirbt. Ja, wie fühlt sich sowas an? Beschissen. So, deswegen gehe ich jetzt nicht nach rechts in das Kloster, sondern ich gehe erst nach unten ins Gefängnis. Ja, gerade extra. Nachdem beide Wege oben und unten nach rechts führen, denke ich mir jetzt mal, dass die beide ins Kloster führen könnten. Ich weiß es nicht, aber ich denke mir das eben. Deswegen gehe ich erst nach unten. Vielleicht kriege ich ja irgendwie dieses Drop-Item zustande, was mir schon so... Der Vorhang ist cool. Nee, wahrscheinlich kriege ich das Drop-Item nicht zustande, wie ich mich kenne. Oh, Glubschi! Nö, die droppen nix. Ich bin fester Annahme, dass die nichts droppen. Und ich weiß, ich sage das schon seit 3 Folgen, dass die nichts droppen und ich bleib dabei. Also, sie müssten doch schon längst was gedroppt haben normalerweise. Würden sie etwas droppen. So, hier hoch. Hier durch. Schwupps. Und dann da hinten runter. Ah, der Wolf ist einfach cool. Hoffentlich kriege ich da noch irgendwo den zweiten. Ah, jetzt springt die blöde Katze auch noch. So, spielen mit meinem Wolf. Wow. Genau, hier geht es nämlich runter in... Das Verlies. Ich denke mal, die Dinge, was da hängen, sollen Särge darstellen. Genau, gib mir die Glyphe. Nitesco bündelt magische Energie zu einem zerstörerischen Strahl. Das testen wir doch mal. Gott, habe ich schon viele Glyphen. Nitesco. Ist aber ein bisschen schlechter. Burp. Nö. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Da bleibe ich lieber bei meinem Degen. Ja, genau. Ah! Ihr schon wieder. Euch kenne ich noch aus dem Wald. Aber da wart ihr rot. Wohoho. Flatsch hat's gemacht. Polk hier. 155, 124. Da polkist du mir einen, hey. Die Glyphe habe ich. Die Polkis geben auch noch eine Glyphe, habe ich gesehen. Was bist denn du für ein Arschgesicht? Aha. Schlecht! Schlecht! Nö, da gehe ich nicht rein. Nee, 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 nee. Das sieht einmal cool aus. Saphir. Ah, was ist denn das? Tja, somit ist die Minestrone auch wieder weg. Fleisch brezelt dich auch noch durch. Gurkameister. Ja, du bist vielleicht der Gurkenmeister, aber das war's auch schon. Aua. 240. Holla die Waldfee. Der Raum sieht aber ziemlich cool aus mit den Kerzen. Da geht's wieder hoch. Ja, das war jetzt schlecht getimt von mir.
Das gebe ich zu, ja. Nö. Da kann ich nicht. Da geht's wieder runter nach links. Boah, Leute. Die gehen runter, der geht so. Au. Da bekomme ich bestimmt eine Feuerglyphe, so wie das aussieht. Ja. Irgendwas sehe ich doch da schon. Das reicht noch nicht. Muss ich jetzt hier dazwischen warten? Kann das sein? Ja. Voll Ignis erzeugt Feuersäulen. Ja, immerhin. Immerhin etwas, aber mir wäre ein Speierpunkt lieber. Und so nebenbei, dieses Schloss ist riesig. Riesigst. Nein. Ach, lass doch die rote Glyphe da, Mann. Geizhals, du Geiziger. Das ist wieder mein Skelettfreund. Aha! Aha! Sehen harmlos aus, könnten aber tödlich sein, ja. Deswegen, nachdem ich jetzt wieder nichts mehr zum Heilen habe, gehe ich zurück in die Stadt mit dem magischen Fahrschein. Das ist mir zu gefährlich. So. Na, jetzt zugelassen. Dich nehme ich mit. So, wir waren jetzt eigentlich hier drinnen. Ach, sie. Ein nettes Accessoire, Aufgabe erfolgreich. Das ist es. Rot, Blau und Grün, die drei Primärfarben des Lichts. Weißt du? Du wirst staunen, wie toll sich diese Farben ergänzen. Schau es dir im Laden an, wenn ich damit fertig bin. Immer noch kein Lächeln. Wie? Vielleicht kriege ich das ja noch besser hin. Es liegt nicht an dir. Ich habe Haufen Probleme. Tja, dann gibt es einen Mann in deinem Leben? Niemanden, für den ich etwas empfinden könnte. Und wie steht's bei dir? Nun, es gibt da jemanden, aber ich rede nicht gerne von mir selbst. Na schön, ich brauche einen Diamanten und einen Onyx. Und dieses Mal werde ich etwas anfertigen, das deine Gefühle auf jeden Fall anrührt. Ein rührendes Accessoire, wieder erfolgreich. Ha! Der Kombination dieser beiden Steine kann einfach niemand widerstehen. Ich werde das Schmuckstück im Laden verkaufen, wenn es fertig ist. Puh, immer noch kein Lächeln. Irgendwas muss ich falsch machen. Das ist es nicht. Du kannst keine Gefühle wecken, die einfach nicht da sind. Mist. Gibt es noch einen letzten Versuch? Gib mir noch einen letzten Versuch. Bring mir ein Alexandrit. Ich werde alles geben. Das dürfte die beste Arbeit meines Lebens werden. Den habe ich natürlich jetzt nicht. Ich hatte alles, aber das habe ich nicht. Gut. Wer wollte denn jetzt diese blöde Raute? Was wolltest du eigentlich? Rohkillerfisch. Ja, da könntest du Mahlzeit machen. Das ist mir schon bewusst. Da ist der Schmied. Drei Golderze. Ja, die weiß ich auch, wo ich die bekomme. Mit dir will ich nicht reden. Du da oben willst auch irgendwas von mir. Merkwürdig, bla bla bla, seltsam ohne vielleicht, bla bla bla. Wo bist du geboren? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Wo du sterben wirst? Ich will am Wasserfall im Tristespass sterben. Opa und ich haben dort früher gelernt. Und jetzt ist er dort begraben. Oh, würdest du von dem Wasserfall für mich zeichnen? Noch eine Zeichnung. Bitte, eine Zeichnung vom Wasserfall im Tristespass wäre das Größte. Ja. Die nutzen mich voll aus, die Leute da in diesem Dorf. Und irgendwas Neues gibt es im Laden, hat sie gesagt. Welcome. Wahrscheinlich unter Accessoires, oder? Beine. Nö. Körper. Nö. Ein etwas unbequemes Kleid.
Ach, hier sind die Dinger. Rubinspange. Saphir, Smaragd, Diamantenspange, Onyxspange. Reduziert jeweils eine Schadensart. Interessant. Aber die kosten 5000. Das ist voll der Wucher. So, nachdem ich jetzt mal wieder nicht weiter weiß, mache ich jetzt einfach mal Schluss, würde ich sagen. Ich habe 5731 Gold. Palmen Level 33, bald 34. Ja. So, wie es weitergeht hier bei Castlevania Order of Ecclesia, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und wie immer, bye bye und so long.